FC allesamt gewonnen gegen Dynamo Dresden. Gerd Schädlich, der gewiefte Taktiker, hat sein Team daran gern erinnert. Aber dass diese Statistik auf dem Programmheft prangt, das ärgert ihn. Die Titelzeile, Favoritenrolle annehmen, motiviert nur Dynamo Dresden. Und der schwarz-gelbe Block war vollständig angereist. Dynamo atmete auf, weil Michael Poté der beste Stürmer spielen konnte, trotz einer komplizierten Daumenverletzung aus dem Spiel gegen 1860 München. Himmelblau der CFC gegen Schwarz-Gelb DD. Das ist Poté, bedient von Koch. 12 Tore hat er erzielt in der letzten Saison. Platzangst macht erfinderisch. 17. Minute und da ist dieser Michael Poté schon wieder. Bietet sich immer wieder an, ist schnell am Ball, dribbelt stark. Doppelpass mit Ouali aus Le Mans gekommen. Penke und nochmal Poté. Dieser Michael Poté, immer präsent. Wunderschön angespielt. Und diese Präsenz ärgerte einige Verpeilte im Chemnitzer Block. Denn diese Szene hat ein akustisches Nachspiel. Poté, dann Penke und jetzt hören Sie mal. Da mischen sich einige Affengeräusche, vereinzelt zwar in den Chor, aber Poté hat sie natürlich gehört. Geboren im französischen Lyon, seine Vorfahren stammen aus dem Benin. Er ist sichtlich angegriffen. 25. Minute, Sebastian Schupan beim Einwurf. Der Außenverteidiger, er geht nur zu gern nach vorn. Wird schön bedient von Robert Koch. Schupan. Und in der Mitte, Poté. Philipp Penke im Chemnitzer Tor. Er begann 1998 mit dem Fußballspielen bei Dynamo Dresden. War offensichtlich eine sehr gute Ausbildung. Dynamo liebt den Pokal schon zu Ostzeiten. Die Duelle gegen den BFC Dynamo letzte Saison. Das Sensations-4:3 unter ihm, unter Ralf Lohse gegen Bayer Leverkusen. Und jetzt die 32. Minute. Trojan, Schupan und dann ist er drin. 0:1 Dresden führt in Chemnitz durch Robert Koch. Letzte Saison 8 Tore in der zweiten Liga und jetzt ist er schon wieder da. Es ist der Kochsche Kniekopfball, absolute Höchstschwierigkeit, Haltungsnote 6,0, finden zumindest 3000 Dresdner. Bisher spielte nur Dynamo, das blieb auch in der 38. Minute so. Trojan, wieder über die linke Seite, wieder über Schupan. Trojan, und da ist er wieder völlig frei, Michael Poté, Penke. Trojan Penke. Hätte zudem Elfmeter geben müssen, denn Buchners Hand geht hier klar zum Ball. Penke dann gleich zweimal brillant gegen Poté und Trojan. Kurz vor der Pause. Wieder über links, wieder Trojan, diesmal auf Ouali. Auch der kommt vorbei. Wieder Philipp Trojan, hat viel Zeit und auch er ist völlig frei. Michael Poté. 0:2. Er ist immer noch angefressen, hat die Schmähungen nicht vergessen. Der nimmt noch mal Kontakt auf mit dem Chemnitzer Block. Aber diesmal siegt dort die Vernunft. Natürlich haben alle Mitspieler die Nöte des Kollegen bemerkt und üben Solidarität. Dieser Poté, ein Superstürmer, schleicht sich wunderschön aus dem Abseits heraus. Und dann trifft er zum dritten Mal in dieser Saison. In Dresden lieben sie ihn, diesen Michael Poté. Führung zur Pause. Zwei Dresdner sind vor der Saison nach Chemnitz gewechselt. Sascha Pfeffer und er, Mike Kegel. Große Parade von Kirsten. 12 Saisonspiele waren ihm in Dresden zu wenig. Mike Kegel, Chemnitz plötzlich wach. Man ahnt, welche Art Ansprache Gerd Schädlich in der Kabine gehalten hatte. 52. Minute.
Ecke Josip Landeker. Er kam vom Absteiger FC Carl Jena. Und da ist nochmal Mike Kegel, diesmal mit dem Kopf. Der Chemnitzer FC gegenüber einer blutleeren ersten Hälfte nicht wiederzuerkennen. Drei Minuten später. Freistoß, wieder Landeker. Alle Ecken, alle Freistöße. Und da kommt Toni Wachsmuth, Kirsten. Der Innenverteidiger, selbst mit seiner Kopfballrakete kann er Kirsten nicht überwinden. Eher trotz der Konkurrenz von Florian Frommlowitz, die Nummer 1 im Dresdner Tor. Schiedsrichter Markus Schmidt verschwindet im Rauch. Der kommt aus dem Chemnitzer Block in die Drangphase des CFC hinein. Mehr kann man dem eigenen Verein nicht schaden. Die Geldstrafe kommt noch oben rauf. Da kann man nur sagen, armer Chemnitzer FC. Die 4 Minuten und 30 Sekunden Unterbrechung, die halfen nur Dynamo Dresden. Sie konnten sich wiederfinden. Trojan auf Robert Koch. Dann Idir Oali drin im Strafraum und der Ball drin im Tor. 0:3 durch Christoph Buchner, den Chemnitzer Innenverteidiger. Himmelblau, in jeder Hinsicht glücklos. Dieser wunderschöne Pokalabend ging einfach nur nach hinten los. 0:3 der Endstand. Gerd Schädlich taperte konsterniert über den Rasen. Es hatte mit dieser Schlagzeile Favoritenrolle annehmen schon schief begonnen. Als sie reinkamen, haben sie dieses Programmheft dem Thorsten Bittermann gezeigt und haben mit dem Kopf geschüttelt und waren ein bisschen verärgert. Weswegen? Na, über diese Überschrift. Also ich dachte, dass wir die unterklassige Mannschaft sind. Und ich kann auch gar nicht verstehen, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben. Das war kein Pokalkampf. Ängstlich, zaghaft, fehlerhaft. Für ein Nachspiel wird die 17. Minute sorgen. Die Ausfälle gegen den Franzosen Michael Porte sind einfach nicht hinnehmbar. Because I was some fans of Chemnitz. Einige Chemnitzer Fans haben da Affenlaute von sich gegeben. Ich finde, das hat hier nichts zu suchen. Aber ich habe meine Antwort gegeben und getroffen. So verliert Chemnitz mehr als ein Spiel. Dynamo Dresden schunkelt sich in die nächste Runde.